Ich bin Birte Neumann, ich bin Apothekerin und bin Inhaberin der Uhlenapotheke hier in Oldenburg. Die Uhlenapotheke gibt es jetzt seit 50 Jahren dieses Jahr. Wir haben im Oktober unser Jubiläum und darüber freue ich mich sehr, dass ich das hoffentlich auch ein bisschen feiern kann. Seit 1971 also gibt es uns. Ich habe die Apotheke am 1. April 2017 übernommen. Das sind jetzt auch schon 4 Jahre. Und ja, wir sind hier im Stadtteil Nahdorst und in den umliegenden Stadtteilen und auch ja, über Oldenburg Richtung Warnbeck hinaus dafür zuständig, alle mit Arzneimitteln und Medizinprodukten und allem, was so für die Gesundheit förderlich sein könnte, zu versorgen. Wir haben in der Uhlenapotheke alle Schutzmaßnahmen ergriffen, die in der jetzigen Zeit wichtig sind. Zum einen für den Schutz aller Patienten und aller Menschen, die zu uns kommen, aber natürlich auch für mich und für die Kollegen hier vor Ort, dass wir auch geschützt sind, denn wir sind ja eben für die Arzneimittelversorgung zuständig. Und wenn wir wegbrechen würden und noch mehr Apotheken wegbrechen würden, das geht natürlich gar nicht. Und von daher sind wir vor Ort hier immer offen, immer erreichbar zu unseren Öffnungszeiten und zu den Notdienstzeiten selbstverständlich. Wir haben als Schutzmaßnahmen zum einen Plexiglasscheiben aufgestellt. Wir sorgen dafür, dass immer nur 2 Verkaufsplätze aktuell besetzt werden, damit der Abstand auch hier in der Apotheke eingehalten werden kann. Es werden Masken selbstverständlich bei uns getragen. Wir und also meine Kollegen und ich, wir tragen FFP2-Masken selbstverständlich. Es besteht die Möglichkeit, sich hier die Hände zu desinfizieren. Im Eingangsbereich haben wir dazu einen Desinfektionsmittelständer aufgestellt. Und selbstverständlich desinfizieren wir hier auch alle Kontaktflächen regelmäßig. Also die Kugelschreiber, die gebraucht werden, die Flächen vorne, wo man seine Dinge ablegt, die man berührt. Es wird alles regelmäßig desinfiziert. Und wir achten eben hier auch darauf, dass regelmäßig durchgelüftet wird, dass wir die Tür oft offen stehen haben, damit sich auch die Aerosole hier einfach nicht bilden können. Also wir haben wirklich alle Maßnahmen ergriffen, die man nur machen kann hier bei uns, um eine Infektion und eine Ansteckung auf das geringstmögliche Risiko ja, zu reduzieren. Wir freuen uns natürlich über jeden, der zu uns in die Apotheke kommt. Wir haben aber auch unseren Botendienst ganz stark ausgebaut, damit eben alle, die Risikopatienten sind oder die nicht mobil sind oder aus anderen Gründen, ne, eben auch Eltern mit ihren Kindern zu Hause, die im Homeoffice sind, gleichzeitig die Kinder betreuen müssen. Also ich sag mal, jeden, für den es im Moment einfach auch schwierig wäre zu kommen, dass unser Botendienst sehr gerne kostenfrei genutzt werden kann. Rufen Sie uns an, wir können die Sachen gerne liefern dann. Sie können das Ganze aber auch per E-Mail oder per App bei uns vorbestellen und dort gleich angeben, dass der Botendienst gewünscht wird. Dann liefern wir Ihnen die Sachen in der Regel am gleichen Tag oder je nachdem, wie spät es ist und wann die Dinge, die Sie brauchen, verfügbar sind, vielleicht auch am nächsten Tag nach Hause. Da sprechen wir alles mit Ihnen dann ab, so wie es gebraucht wird. Also da keine Scheu haben. Sie dürfen wirklich gerne unseren Botendienst in Anspruch nehmen. Dafür haben wir ihn und jetzt in diesen Zeiten ist es natürlich auch nochmal eine Kontaktreduzierung einfach. Der Bote kann das, die sind auch geschult, die sind auch in den ganzen Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln nochmal unterwiesen, tragen selbstverständlich auch eine FFP2-Maske. Bei unserem Botendienst ist es auch so, wenn etwas zu bezahlen ist, dürfen Sie das natürlich beim Boten bezahlen, wenn Sie das möchten. Wir bieten aber auch an, dass Sie das Geld überweisen können. Sie würden dann eine Rechnung oder den Kassenbon einfach mitbekommen und können uns das Geld dann auch gerne überweisen. Das ist auch immer noch mal eine Möglichkeit, um die Kontakte, gerade das Bargeld, zu reduzieren. Und das wird von vielen Kunden auch schon sehr, sehr gerne und gut angenommen.